Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu den Vögeln. An meiner Seite sind der gute Zwiebelpeter, hallo. Huhu. Und der gute Mene. Moin Moin. Hallo. Hallo. Sehr geil. Warum hast du nicht begonnen? Genau. Weil ich so eine scheiß Stimme habe, die keiner hören will. Weil es immer so klingt. Wollen wir mal gucken, ob der Zwiebel richtig landet heute hier. Ja, genau. Das ist viel wichtiger. Machen wir einen Marker. Also, Marker kommt. Ich muss mir da erstmal was raus. Ach, siehst du, von wegen hier leiser machen, ne? Ist irgendwie auch am Arsch. Egal. Marker kommt hier hin. Und dann versuchen wir von da aus hierhin hier zu kommen mit dem Auto. Aber da looten wir erstmal die paar Dinger an der Straße. Okay, Mr. Cockhahn ist der Meinung woanders hin. Der will nach Georgopol, kann er gerne machen, will ich nicht. Der will die Cities. Der will die Big Cities, wollen wir nicht. Wir wollen natürlich überleben. Looten ein paar Häuser, die an der Straße sind, links und rechts. Da sind meistens viele Autos. Und versuchen ein Auto zu kriegen. Wir springen ab in 3, 2, 1, los! Ihr seht die vier Häuser da. Da ist ja oben links ist diese Stadt. Und rechts davon sind diese vier Häuser an dieser Kreuzung. Ich sehe Mr. Cockhahn. Ich sehe Mene. Nur wo ist Zwiebelpeter? Zwiebelpeter ist wieder hinter euch. Ich habe keine Ahnung warum. Ah, da. Nee, ich bin doch relativ in geschlossener Formation, so halb. So halb. Ich nehme das hintere rote Haus. Das war mir klar. Okay. Warum? Das ist scheißegal, welcher nimmt. Hauptsache, man nimmt irgendwas. Boah. Ja, bringt ja nichts, wenn wir alle in ein Haus gehen. Seht ihr schon, ich muss sogar eine Schleife fliegen, weil ich so genau gezielt habe. Irre. Irre. Leider ist jetzt hier kein Auto direkt vor der Tür, aber egal, wir werden schon eins finden. Wir sind ja auch nicht in der Six-Zentrale gelandet. So. Habe ich mir gleich dann loot ich mal die Scheiße aus den Häusern hier. Und dann geht's direkt los. Ich habe zumindest schon mal eine Schrotflinte. Nice. Ich habe. Der hat wieder was gesagt? Ich glaube, der hat was gesagt. Toll, ich habe Klamotten. Und ein Energy-Drink. Ganz toll. Und einen Benzinkanister habe ich. Den nimmst du nicht mit, den brauche ich nicht. Okay, ich dann, nur Loot. Dann lasse ich den da. So. Gut. Benzin habe ich noch nie gebraucht. Scheiß Benzin, Alter. Ich höre schon Schüsse, wahrscheinlich in Severny oder wie das Ort, der Ort heißt. Smurf. Ach, shit, fuck, Mann, ey. Keine Armbrust. Shit, fuck, Mann. Du bist ein krasser Gangster. Hier ist noch eine Polizeiweststufe 1, was jemand braucht. Ja. Ja. Oh, ich habe endlich eine Waffe gefunden. Sagt mir, wenn ihr Rucksäcke über habt. Ich habe nämlich noch keinen. Ich habe noch gar nichts außer einen Rucksack. Asshole. So, unser nächstes Ziel ist hier oben. Und zwar recht schnell. Ich laufe schon mal vor, weil ich kann ja eh nichts mehr looten. Ihr habt ja schon alles hier gelootet, ne? Ach, fuck mal, ich drücke mal die falsche Taste. Vor. Genau. Ja, da hinten ist nämlich ein Buggy. Den versuchen wir zu kriegen. Da passen nur leider, glaube ich, nur zwei rein. Ja, ist egal. Aber ich laufe, wie gesagt, schon mal vor. Wir sind übrigens im Kreis, also das ist kein Problem. Mal gucken, wo er überhaupt einen Marker gesetzt hat, da unten. Blau. Blau ist the way to go. The way to go. So, dann rennen wir mal hier. Fersengeld und so. Wer ist denn da hinten ganz weit weg noch? Das ist Mr. Cockhahn. Ah ja. Okay. Einen kann ich jetzt abholen. Mit dem fahre ich schon mal hoch. Das wird mal ein Mähne sein. Alter, dieser Sound von dieser Eierpfeile, das geht gar nicht. Versuch mal einzusteigen, Zwiebel, ob man doch vielleicht drei mitnehmen kann. Ja, wo soll ich denn einsteigen? Nee, doch, ne? Warte, doch, nee. es gibt einen Rücksitz. Ja, da sitzt doch Mähne drauf. Ach so, okay. Ja, sorry. Okay, dann lauf du da hoch. Richtung wo läufst Blau. Du denn hin? Richtung Blau, da ist es oben angezeigt. Gegen Osten. Aber hier sind nur noch so kleine Schuppen. Ja, da kannst du ja kurz reingucken, da wird nicht viel drin sein. Das Haus, was auf dem Weg liegt, kannst du auch mitnehmen. Welches Haus? Für dich auch, ob hier ein Fahrzeug irgendwo rumsteht noch. Ich brauche auf jeden Fall eine Waffe. Ja, ich auch. Ich habe bis jetzt nur eine Schrotflinte. Ich habe gar nichts. Gar nichts. Null.
Ist nicht Hauptsache viel. Rucksack an. Hauptsache Eastpack auf den Schultern. Das ist immer das Wichtige. Und angehen wie eine Tüte Mücken. War da auf diesem, in dieser Station, wo ihr vorbeigefahren seid, dieses umzäunte Ding, da war nix. Wir waren nirgendwo. Da kannst du noch reingehen, wenn du möchtest. Aber yes, yes, ja. Ich höre ein Flugzeug. Das ist die Abschusszone da. Okay. Ah, Rucksack Level 1 immerhin. Und nehmt, wenn ihr genug Platz habt zumindest, nehmt auf jeden Fall die Munition, selbst wenn ihr die gerade nicht braucht. Außer die 45er, die braucht man nie. Die braucht man nie? Ja, ich habe noch nie eine 45er Pistole benutzt. Es gibt, glaube ich, auch nur, ich weiß gar nicht, welche Waffe ist. Die ich habe 8-Fach-Sucher gefunden, Leute. Nice. Die UCP müsste doch eigentlich eine sein. Ich weiß es nicht, welche es ist. Aber ich habe auf jeden Fall schon mal ein 8-Fach-Sucher. Das ist nice. Nur noch keine Waffe dafür. In welches Haus bist du gegangen, Mene? In diesem Flachbau, wo du meinen Namen siehst, wenn du mal guckst. Ja, vielleicht hast du ja schon ein anderes auch noch gelootet. Dann gehe ich mal hier in das hellblaue neben dir. Mann, hau doch mal ab, Junge. Ist Mr. Cockscrew bei dir? Ja, soll ich den umlegen? Ich habe aber dummerweise nur eine Dings dabei, nur eine Pistole. Und mit der, glaube ich, reiße ich hier nicht wirklich viel. Sie ist auf jeden Fall, glaube ich, mal geiler als ein Schrotflint. Der Scheiß auf Schrotflinten. Weil das gibt's doch nicht, ey. Jetzt habe ich eine 8-Fach-Sucher, aber finde keine Waffe dafür, oder was? Wollt ihr mich verarschen? So, ich komme jetzt auch noch zu euch. Warst du schon in dem hellblauen, ja? Ja. Da war soweit nichts weiter. Ich gehe hier in das große, du kannst in das letzte große gehen. Wo hast denn du den gefunden, den 8-Fach-Zoom? Oben im Haus. Ah, okay, da wo ihr seid. Gut. Ich nehme hier noch an der Straße so unten noch so ein kleiner Schuppen, den nehme ich mir jetzt noch vor. Mach das. Es kann doch nicht wahr sein, dass ich keine Waffe finde hier, ey. Ernsthaft jetzt? Oh, hier ist auch nichts. Aber immer ein Rucksack. Nice. Wetter alt nix. Ich flippe aus, ey. Mena, hast du schon eine Waffe gefunden? Ja. Was für eine? Wie heißt die? Ich habe eine AKM mit 8-Fach-Sucher. Du hast auch einen 8-Fach-Sucher? Ja, aber das war, den habe ich in dem anderen Dorf schon gefunden. Aber ich protze nicht damit rum. Das ist ziemlich selten. Du hast gesehen, das war in der Crate drin, bei der letzten Folge. Dass wir auch noch 2 davon finden, alter Schwede. Was habe ich gefunden? Zum blöden Rucksack, glaube ich, war in der Crate. Ja, weil wir hier schon alles rausgelootet hatten. Mhm. Und ich hatte euch so schön vor meiner Mündung. Wen ist da noch eine Waffe drin? Nee, aber eine Polizeiweste Stufe 1, ein Rucksack Stufe 1. Na scheiße, ey! Wo soll ich denn jetzt hin? Okay, das ist auf jeden Fall ein Russe, der mit uns spielt. Ja. Ab. Oder zumindest, sagen wir mal, Osteuropäer. Warum? Was hat er gesagt? Das klang jetzt nicht osteuropäisch. Wir gehen dahin, weil da können wir noch ein bisschen looten und der Kreis. Und warum gehen wir nicht nach Stalber einfach auf den Berg? Ihr könntet ja auch einfach mal auf mich warten, haltet ihr denn davon? Wir haben ja eh nur 2 Sitzer. Ach so, okay. Du kannst auch gerne mitfahren, ist mir scheißegal, wer mitfährt, aber ich muss looten. Ich habe 8-Fach-Sucher und keine Waffe. Ja, toll, aber was bringt's dir, wenn du alleine irgendwohin looten gehst und abgeknallt wirst? Lass doch mal zusammenbleiben, Mann. Was ist denn? Kommt jetzt einer mit oder was? Und ich nehme auch den mit. Osteuropäer, nimm den mit. Okay, nehme ich den mit. Bleib beim Zwiebel. Also dieses alleine irgendwo hin finde ich Mist. Ja, und ich find's Mist, keine Waffe zu haben. Ja, also hier oben lag eine Schrotflinte. Ich lasse Zwiebel doch nicht alleine zurück, ihr seid ja 2. Übrigens der Sound von meinem Wagen aus, warum auch immer. Sei froh, der macht ja wirklich nichts her. Also ich habe hier eine Schrotflinte gefunden. Ja, Schrotflinte brauche ich nicht. Die habe ich da eben abgelegt, weil ich die mit der Mikro-Uzi ausgetauscht habe. Warte, ich freue mich ja gerade. Wie ein Schneider. Müssten auch 30 Schuss bei sein, also nice. Hä, da waren nur 5 Schuss drin. Ja, die aber liegen auf dem Boden daneben. Nee. Doch, habe ich aber auch hingelegt. Okay.
Oh, hier ist ein großer Wagen, den nehmen wir dann nachher zurück, euch einsammeln. Ja. Dann gehe ich nochmal hoch gucken, aber ich habe da eigentlich nichts gefunden. Wenn das keine Ruine ist, könnte auch eine Ruine sein, I'm not sure. So, wo gehen wir denn danach hin? Wo treffen wir uns? Nach Stalbar? Stalbar? Oder kommt ihr wieder hierher und wir bleiben erstmal, warten wir ab, bis der Kreis da ist, dann können wir es sagen. Okay. Zwiebel rennt immer weg von mir. Ich habe Angst. Ey, fuck diese Fucker! Wirklich eine scheiß Schrotflinte, Mann, ey! Fuck diese Fucker! Hier muss doch irgendwo eine Waffe sein, eine normale! Mene, wo bist du denn? Ach, da. Hier hat es irgendwie ein Hosenlager zerlegt. Kann doch nicht wahr sein, echt. Geil, eine halbe Gasmaske. Schön auf dem Rave. Ist da hinten noch was, Mene? Alter. Nee, ich versuche nur zu gucken, dass hier niemand kommt, damit wir nicht abgeknallt werden oder so. Die Häuser, wo ihr seid, das sind doch alle, haben wir doch alle gelootet, oder? Ja. Oh, endlich ein AKM, wenigstens das. Oh Gott, das Versuchen hat ein Ende. Spawnt hier der Loot eigentlich nach in der Runde, oder ist der? Nee. Okay. Einmal Loot, immer Loot. Einmal Loot, immer Loot. Dann, was habe ich denn hier noch? Das hier, das habe ich nicht. Okay, ich habe wenigstens jetzt eine AKM, das ist doch schon mal was. Hauptsache, du hast eine. Ja. Zwiebel, hier ist noch so ein etwas... Ja? ...vorgesetztes Gebäude, wo wir hin könnten. Wieder zwei Schrotflinten. Ich habe noch nie so viele Schrotflinten gesehen. Aber ich will da nicht alleine hin. Ich bin auf dem Weg. Nee, es ist so ein kaputtes Auto. Ist egal. Da gibt's nichts. Okay, sollen wir... Jo, wie gesagt, wir holen euch gleich ab mit dem Jeep. Ja. Kommt uns aber entgegen, würde ich sagen, über den Berg. Weil natürlich seid ihr gleich dann sonst in der Schneise. Ja. Ist das überhaupt ein fahrbarer Jeep? Ich glaube, das ist nur... Oh, der ist nicht fahrbar, dieser scheiß Jeep. Bedumm. Da rennt der Zwiebel wieder weg. Da ja, na ist aber einer. Da fahren wir hin und holen euch ab. Mach mal eine Markierung, oder hast du schon gesetzt? Ja. Hast du schon. Ich sehe keine Markierung. Das blaue Ding oben. Ja, die könnt ihr erstmal nehmen als Markierung, aber wir kommen euch trotzdem entgegen. Wir holen uns nur gerade einen Jeep ab. Ja, aber das ist ja nicht im Kreis, da oben. Hä? Doch. Nein, guck doch mal. Spart mich, ich bin doch da. Alter, mach die Klotzen auf. Ich gehe zur roten Markierung. Du meinst den neuen Kreis, oder was? Ja, natürlich. Ja, da ist es nicht drin, aber das ist ja noch einfach mal 5 Minuten Zeit, bis wir da in Engpass kommen. Ja, aber wir sind zu Fuß, okay? Ja, wir holen euch jetzt ab. Warum sollen wir denn aus dem Kreis rauslaufen? Ihr sollt aus dem Kreis rauslaufen, weil da jetzt etlich kommen nachher. Wir müssen an den Rand. Wir fahren jetzt hier ungefähr hin. Warte mal, wo ist der Flieger lang gegangen? Da, ne? Dann gehen wir jetzt ungefähr nach hier. Holen euch auf dem Weg dahin ab. Zwiebel, bleib mal hier zusammen, sonst fährt uns ja über den Haufen. Ja, ja. Kommst du zu mir oder soll ich zu dir kommen? Mama, ich weiß nicht, der fährt genau auf mich zu. Also denk mal, du kommst zu mir. Hier ist der Drop. Wo ist der Drop? Der geht hier runter, also ich guck gerade auf ihn südwestlich, nee, auf 240. Ist ganz andere Richtung. Liebe, steig ein. Oh, nice. Jo, bin drin. Lass mal den hier. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Da sind sie wieder, Verein. Rollin, rollin, rollin. Mit sagenhaften 40 Stundenkilometern geht's den Berg hoch. Es waren kurz 20. Ist wie meine Frames. Wir haben halt 8-fach Super, ne? Eigentlich sollten wir uns irgendwo hinlegen. Schrauben doch auf hier. Deine Schrotflinte. Ja, aber Jasna Poljana ist. Wir eine fahren nicht Stadt. Ja, da fahren wir auch nicht hin. Wir fahren daran vorbei. Und können vielleicht mal. Fahr hier lieber an dem Baum vorbei, genau. Und gucken, ob wir vielleicht was snipen können, ein bisschen. Was wegschnäbbeln. Was schnäbbeln? Seht ihr irgendwelche Aktivitäten in dieser City? Mr. Gokkan macht ja ordentlich einen auf Matrix, wa? Mit seinem Mantel.
Ja. Ich weiß nicht, wo er hin will. Der will in die Stadt looten. Da will ich aber nicht hin. Der hat doch einen Marker gesetzt, der will in die Stadt looten. Da hinten fährt ein Auto. Auf West. Was ist denn da hinten? Bin drin. Auf West. Ja, wir bleiben jetzt natürlich bei ihm in der Nähe. Warte, halt mal an, halt mal an. Ja, ja, ich halte jetzt an. Versuchen ein bisschen zu schützen, den Alten. Hat eigentlich irgendjemand was für, irgendwelche... Da ist nix. Eine UMP, die nehme ich mir natürlich. Braucht ihr mal eine Mikro-Uzi? Ja. Die kann ich rausrücken, weil dann nehme ich nämlich die UMP hier. Ich habe nur eine Pistole und eine Schrotflinte. Ich bin nicht so geil ausgerüstet. Also die liegt hier bei mir. Ja, ich sehe es. Ist die auch Munition? Ja. Nice. Hast jetzt zwei Nahkampfwaffen quasi. Ich habe nur eine Schrotflinte. Ja, das ist ja auch eine Nahkampfwaffe. Naja, gut. Boah, eine Falle! So, was ist hier mit Mac? Geil, früher hat man mal Danke gesagt. Was? Wofür? Dass ich dich reingelassen habe. Zu Ärger oder was? Rausgelassen, besser gesagt. Alter, hier so, ist Leute. Der gleiche Scheiß wie in dem anderen wir Haus. Wir warten jetzt mal hier in der Stadt, bis der neue Kreis ist, damit wir uns dann orientieren können. Hier sind wir ja relativ safe soweit. Was ich nicht habe, ist tatsächlich... Ich habe nur einmal Schmerzmittel, das ist natürlich blöd. Vielleicht finde ich hier noch ein bisschen was. ...51 sind noch am Leben. Ich bin jetzt mal ins Nachbarhaus von euch gegangen. Ernsthaft, ne? Diese Springen-Animation und dann rüberspringen, das ist so ein Scheiß. Ich komme hier nicht über so einen fucking Zaun rüber. Ja. Geht nicht, doch jetzt. Es erinnert schon so ein bisschen an H1Z1 irgendwie. Hab ich nie gezockt. An Heinz. Aber das brauchen wir ja jetzt auch nicht mehr, wir haben ja Pupke. Pupke, the name of the year. Was haben wir denn da? Ja, wo sie ist dies? Rucksack Level 3. So sinnlos, aber egal. Geil. Was ist denn das? Eine FS-Dings? Ach, das ist diese automatische Schrotflinte, wa? Keke. Ja, die SKS oder was? Ja. Ja, die ist ganz nice. Würde ich auf jeden Fall nee, tauschen, nicht SKS. S12K habe ich hier. Ach so. Weiß ich nicht, welche das ist. Leistung, effektive Reichweite. Ist das eine Schrotflinte oder was? Irgendwie eine malige... Strohschüsse. Alter, erschreck einen doch nie so. Lass mal treffen, zusammenkommen in irgendein Haus oder so. Ja. Oder beim Auto. Wir müssen eh weiter. Ich komme. Schüsse waren da nicht so ein Lärmbrilli, bis Schüsse da sind. Schüsse waren hinter mir. Ey, lass zu Fuß gehen, der Kreis ist nicht weit weg. Lass hier am See entlang zu Fuß hingehen. Na dann mach. Dahin. Der Mr. Russi ist noch nicht da. Der ist da im Haus. Wir gehen da mal hoch. Vielleicht können wir da welche wegsnipen. Ich höre nämlich Schüsse, die nicht so weit weg sind. Was mit den Häusern da oben? Kann man ja dann gucken. Die Schüsse sind, glaube ich, sogar vor uns. So, hier mal gucken, ob wir was wegsnibbeln können. Ich sehe keine Aktivität. Komm, wir gehen mal in das Haus da rein. Da ist doch irgendwo was los. Ja, hier schießt irgendwas. Kommt mal mit, wir gehen hier mal in das Haus rein. Ich höre schallgedämpfte Schüsse. Wir sind halt hier jetzt auf dem Präsentierteller, ne, von gegenüber vom See.
sehe auf der anderen Seite des Sees echt nichts. Aber ich höre Schüsse immer noch. Immer noch schallgedämpfte Schüsse irgendwo. Okay. Von da unten? Aber ich kann niemanden erkennen. Da hinten steht ein Dutcher rum, der da nicht hingehört. Da in den Häusern. Rilli, rutsch mal ein Stück, da kommt keiner durch die Tür durch, danke. Alter, wo knallt's denn hier die ganze Zeit? Das kann nicht sein. Der anderen Seite vom See, würde ich sagen. Dann sehen die uns aber gleich. Kommt mal mit hier runter in das andere Haus. Wenn die da sind, dann wollen die jetzt auch hier rüber, ne? Das heißt, gucken. Okay. Guck mal ins Wasser, die können auch schwimmen im Übrigen. Ja. Der Kreis kommt nämlich jetzt. Wir sind genau an der Linie. Da unten ist ein Boot auf dem Wasser. Ja, das habe ich schon gesehen, da ist auch niemand drin. Ey, das ist diesmal echt zum Heulen. Da in dem Haus ist jemand. Da. Da. Auf West, genau auf West. Ich könnte den anschießen sogar mit meinem Fernrohr. Dann mach doch. Ja, der ist jetzt, jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Ich weiß auch nicht, die AKM, also die trifft die auch bis dahin? Ja, wir müssen halt hochhalten. Vorsicht, wir werden beschossen. Nein. Wer wird beschossen? Oh, ich. Fuck. Wo? Aus der Stadt. Sehe niemanden. Muss ja nichts heißen. Die können jetzt natürlich aus der Stadt kommen, der Kreis sitzt da. Die will trink was. Hab ich schon. Du regenerierst. Ich hab schon was getrunken. Let's go, sagt er. Okay. Ja, das ist nicht so geil. Er will zu dem nächsten Haus, dann lass zu dem nächsten Haus gehen. Die schießen von der anderen Seite. Oh. Ja. Er ist ins Boot gegangen, warum auch immer. Ich gehe jetzt nicht ins Boot. Ich leg mich hier hin und versuche die wegzusnipen von der anderen Seite. Zwiebel, ich komme ins Haus, Achtung. Ja. Okay. Gibt's da ein Fenster irgendwo? Ja. So, ich bin im Haus. Also ich bin im Haus und gucke auf die andere Seite, aber ich sehe leider nicht viel. Alter, hier gibt's nur Scheiße. Sind so Bretter davor. Sehe halt niemanden. Oh, nee. Da! Jetzt sehe ich jemanden. Auf der anderen Seite, genau Nordwest. Beschreib wo. Nordwest hinter dem Hügel ist einer. Sehe ich nicht. Nee, der ist jetzt auch da fährt. Ach, da ein Auto. Genau, der fährt damit. Was ist das denn für ein Auto? Ja, das ist so ein Buggy und der fährt rückwärts. Da läuft einer hinterher. Na los. Oh, da. Hit. Jetzt hat das versteckt er sich. Nö, ich sehe ihn immer noch, der rennt da rum, der kann sie nicht verstecken. Aber ich treffe nicht. Ich treffe auch nicht. Verraten Alter, uns natürlich total, ne? Leute, verraten uns. Ja, was soll ich denn machen? Der rennt da rum. Wir haben halt keinen Sniper, wir haben halt nur diese ganze Scheiße. Leute, wir sind in. Fuck. Oh, fuck. Ja. Okay, das hätten wir mal. Rennt, nehmt die Beine in die Hand, Waffe weg. Es ist zum Glück nicht sehr weit. 27 noch am Leben. Lebt unser Typ noch, ja. Mr. Gokhan, ist der im Boot? Wo ist der denn eigentlich? Der stand neben dir. Wenn wir im Kreis sind, direkt erstmal hinlegen. Ja. Und Wunden lecken. Fuck, auf den Kreis habe ich überhaupt nicht mehr geachtet jetzt. Nee, ich hab's auch zu spät gesehen, ja. So ein Baum, wo der Mähne ist, würde ich sagen.
Alter, ich bin gleich tot, Alter, echt. Scheiße. Ja, leg dich hin und mach. Was soll ich denn machen, Scherzkeks? Ja, irgendwas essen. Hast du nichts? Nein, Mann, ich habe, doch, warte, ich habe einen Verband gefunden, doch. Ich habe nichts gefunden. Ich habe noch nicht mal eine richtige Waffe gefunden. Ja, dann lass dir von anderen was geben, sage ich. Ich habe noch einen Erste-Hilfe-Koffer. Nein, ist okay. Ich habe noch 4 Verbände und die haue ich mir jetzt alle rein. So, wo sind die anderen? Links von uns, also Richtung Süden. Ja, aber da Süden. Gegenüber müssten auch welche sein. Im Süden. Mr. Gorkhan geht in die Richtung Süden. Wieso kann ich meine Waffe nicht benutzen? Achso, die habe ich weggesteckt. Da! Da in dem Haus! Was ist da? Was ist da? Hier steht da volle Haus Kanne. 300. Auf 300. Ja, ich komme da nie ran. Ich habe eine Schrotflinte, eine automatische. Ja, ist ja okay. Und eine Uzi. Dass da jemand ist. Wir müssen halt über die Brücke, ne? Und Blendgranaten habe ich noch im Angebot. Wir müssen über die Bridge. Geh in den Busch hinter der Brücke. Du Sau. An dem Haus ist Aktivität. Rechts an dem Haus von der Brücke. Es kommen aber auch Schüsse von links. Ja, sind überall jetzt welche. Welches Haus meinst du eigentlich? Das an, von der Brücke aus okay. Rechts. Da ist Aktivität auf jeden Fall. Nicht zum Haus hin, weil da müssen wir nicht hin. Du siehst, wo der Kreis ist. Ja. Die müssen eher raus als wir. Also ich würde sagen, wir gehen mal zu Mr. Gokhan. Ja, der ist ja dort. Rüber. Der scheint noch zu leben. Also von rüber, daher. Rüber. Wir müssen Richtung Kreis. Wer schießt hier? Wer schießt? Gokhan. Siehst du, wo er hinschießt? Nee, auf die andere Seite des Flusses. Hm. Oh, er hat einen getötet. Ich bin hier am Stein. Von da müssten jetzt eigentlich auch welche kommen. Da. Alter, dass ich den nicht einmal treffe, kann doch nicht sein, ey. Wo hast du den gesehen? Direkt auf 330 ungefähr. Der da oben rennt da. Der kriecht da rum irgendwo. Wir haben einen. Oh, dieser Busch ist im Weg. Da, Hit. Ich habe einen gehittet. Elf leben nur noch, Leute. Wo seid ihr denn eigentlich? Na, Richtung Kreis unterwegs. Ah! Fuck. Ah. Ich weiß nicht, warum ihr immer so schnell rennt. Du bist auch Alter, fuck. Präsentierteller, ne? Ja, weil ich mir endlich mal eine richtige Waffe suchen wollte, deswegen. Ich bin übrigens bewusstlos. Ja, weiß ich. Ich sehe dich. Okay. Der ist bei dem orangen Baum, wo das Blau kommt. Links von dir, hinter dir, Brilli. Links hinter dir. Links ja, hinter ich dir. Muss doch erstmal in den Scheiß. Alter, ich muss doch. Komm auf meine Seite vom Baum. Komm auf meine Seite vom Baum. Der sieht dich. Ja, toll. Ja, natürlich sehen die uns. Aber ihr seid doch einfach total weit vorgerannt, ey. Müssen doch nicht so schnell. Guck mal, der blaue Kreis ist doch noch lange nicht da. Wir hätten da noch 100 Jahre warten können. Ihr müsst nicht immer direkt in den scheiß Kreis rennen, ey. Oh. Wäre aber gut, wenn das die anderen einmal decken, wenn man sich versucht, eine andere Waffe zu holen. Ihr wusstet, dass ich keine habe. Ja, aber du wusstest nicht, wo du nicht bist. Ich wusste nicht, dass du eine andere Waffe holst. Wir waren alle auseinander. Ja. Wir hätten noch. Na, wieso denn? Ich war doch bei dem. Sollen. Ich hab doch bei dem Typen. Ich stand bei dem halt Typen, den Gokhan gekillt hat. Und hab da gelootet. Ja, wir hatten halt einfach 3 Leute, hatte ich im Visier, die wir hätten erstmal killen können, bevor wir weiterrennen. Wir müssen noch lange nicht in den Kreis. Hätten wir jetzt erst losrennen müssen, quasi. Du, ich war der Einzige, der keine richtige Waffe hatte. Das war. Ja. Das, ich konnte ja nicht mal mitschießen. Aber ich weiß ja nicht, wann du lootest und wann nicht. Naja, so viele Tote lagen nicht rum. Ja, aber hättest du sagen können. Also hättest sagen können, wartet mal, ich muss den looten. Ja, okay, gut. Wir wurden immerhin Vierter, liebe Leute, das ist ja schon mal gut. Jo, nicht?
Dann würde ich sagen, nächste Tübel. Runde, neues Glück. So schaut's aus. Also dann. Tübel, ich glaube, du musst. Ja. Ich muss Match verlassen, was? Ja. Ich habe noch nicht. Ja. Hoppla, Mikrofon gekommen. Mach's gut. Tschüss, liebe Leute. Tschüssen. Tschüss.